Ein herzliches Hallo von mir an euch. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Supermarket Simulator. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir gehen jetzt erstmal kurz shoppen, damit wir wieder unser Lager füllen können. Und ja, das machen wir jetzt erstmal. Also Toast einmal. Müsli. Einmal. Ich hoffe, das reicht. Puderzucker. Mindestens zwei. Öl. Da würde ich auch lieber zwei sagen. Nudeln. Drei. Mehl zwei. Bin mir beim Puderzucker noch ein bisschen unsicher. Ob ich nicht doch noch eine Kiste mehr nehme. Aber ich will halt jetzt auch nicht das ganze Geld ausgeben. Was wir dann gegebenenfalls gleich noch anderweitig benötigen. Nudels. Also dieses Susu, das erinnert mich an die Sims. Sagen die nicht immer Schuschu oder sowas? Und irgendwie erinnert mich der Puderzucker an die Sims. Schuschu. Heute ist mein Lager nicht so voll. Reicht das dann? Ich kann das nicht einschätzen. Es wäre natürlich auch cleverer. Ich würde einfach im Shop nicht dann. Also ich kann ja hier. Entweder ich ändere hier die Menge. Oder ich drücke halt einfach mehrmals in den Warenkorb bei immer jeweils ein Stück. Wenn ich hier die Menge gleich einstellen würde, wüsste ich vielleicht beim nächsten Mal auch, wie viel ich so immer auf Lager hatte. Ja, das reicht mit Puderzucker, oder? Weiß nicht. Ja, klar reicht das. So, dann starten wir jetzt den Tag. Auf geht's. Die Rechnungen schon bezahlt. Jetzt ist es nur 1,64. Ach, keine Ahnung. Keine Ahnung. Und schon wieder die erste Stunde keine Kundschaft. Vielleicht, weil ich so bedrohlich hier stehe? Ah, guten Tag. Hier geht es ja wieder nicht rum.
Gestern ist die Dame nach rechts abgebogen, als sie gegangen ist. Bitte schön. Dreiundzwanzig. Ich finde es gut, dass ich relativ gerade Beträge bei meinen Produkten eingestellt habe. Also nicht irgendwas mit 32 Cent und 47 und irgendwas. Weil dann sind die Beträge, die ich hier eintippeln muss bei der Kartenzahlung, relativ. Ich kann nicht reden, wenn ich Rückgeld geben muss. Relativ einfach einzutippeln halt. Bin ja schon froh, dass wenigstens hier da steht, wie viel ich rausgeben muss und ich das nicht auch noch komplett rechnen muss. Da wäre ich ja verloren. Muss gleich die Regale nachfüllen. Fünfzehn, zwanzig. Ist auf jeden Fall, sind die Regale erstmal wieder gut gefüllt. Danke, dass Sie passend bezahlt haben. Und die Kunden keinen Stress machen.
Bitte schön. Nein. Das passiert mir immer beim Mehl. Vielen Dank für Ihren Einkauf. So, mehr räume ich jetzt mal nicht ein, weil wir müssen eh gleich umräumen, wenn wir die neue Produktlizenz kaufen. Da kommt noch jemand? Okay. Vielen Dank. Jo, dann räume ich das. Ah, nee, wartet mal. Wir müssen berücksichtigen. Ich glaube, nicht jedes Produkt passt in jede Kartongröße. Ich lass mal pro Kartongröße ein. Hier. Zum Aus- und Umräumen. Was verwirrt. Kommt hier hin. Das ist der flache Karton. Wir haben den. Okay, das sind die drei Kartongrößen, die es gerade gibt. Den Rest schmeiße ich jetzt weg. Kann ich das jetzt? Ich kann das auch jetzt noch kaufen. Wir haben jetzt die Wahl. Wir könnten auch diese Lizenz holen. Erdnussbutter, Mehl, Olivenöl, Spaghetti, Basmati-Reis und Salz. Weil ich weiß hier so nicht so richtig, hier ist Käse dabei. Weil es gibt auch Käse, der nicht gekühlt werden muss, aber weil Eier und Milch müssen ja an sich nicht gekühlt werden. Aber ich glaube, ich mag lieber Erdnussbutter und sowas haben. Noch mehr Öl. Ich glaube, ich nehme die Lizenz erstmal. Steht ja nicht da, dass ich die erste kaufen muss. Oh Gott. Okay, das hier oben ist das, was wir schon hatten. Und das hier ist das Neue. Was kostet denn tatsächlich ein weiteres Regal? Weil dann 200. Dann können wir wieder nämlich zwei Fächer pro Artikel machen. Das wird, wir haben gleich kein Geld mehr. Lass uns mal den Tag neu starten. Wir haben sogar 28 Kunden diesmal. Nudeln.
So, das ist erstmal nur, um das Regal dann einmal komplett zu füllen. Dann haben wir aber noch nichts im Lager. Ich glaube, ich möchte es auch einmal alles komplett wieder neu sortieren. Was für Produkte habe ich jetzt alle? Ich würde mal die Nudeln, das Brot, Reis, Spaghetti. Machen wir alles hier so hin. Wir machen mal alles hier so hin. Da haben wir schon hier oben die Nudeln. Dann nehme ich das Mehl. Warte mal. Dann Nudeln, dann runter Spaghetti, dann der Reis. Das Mehl mache ich ganz unten hin. Nudeln, Spaghetti, Reis, Mehl. Sehe ich hier. Ist das Mehl? Nee. Das ist auch Mehl. Warte. Warte, warte, warte. Ja. Mist. Ja, dann kommt das Mehl. Auch auf jeden Fall irgendwo ganz unten hin. Das ist Reis. Der kommt hier hin. Direkt den Preis einstellen. Das ist auch noch mal dieses Mehl. Das ist das andere Öl. Stelle ich mir den ganzen Laden zu, ne? Und dann habe ich gleich keinen Platz mehr zum Sortieren. Das ist Salz. Das kommt mit bei den Ölen irgendwo hin. Da sind die Spaghetti. Die kommen hier so hin. Ich gehe hier auch noch mal 10 Cent höher. Schokocreme. Das kommt mit zu den Müsli. Zu den Müslis. Toast, Puderzucker. Reis. So, das Regal in der Mitte ist ordentlich eingeräumt. Hier drüben nehme ich das Öl raus.
Öl kommt weg. Ich mache den Puderzucker ganz nach unten. Ist auch ungesund. Dafür kommt die noch ungesundere Schokocreme dahin. Wir machen da 75. Mal gucken. Vielleicht beschweren sich die Leute auch, dass es zu teuer ist. Und jetzt haben wir hier noch Öl. Also das Mehl machen wir jetzt hier unten hin. Das kostet 700. So, dann machen wir hier das Öl. Den Preis hat es, oh, falsche Richtung, übernommen jetzt, oder? So, das kostet 5,90 und das Salz 2,40. Okay, dann müssen wir jetzt nur noch auffüllen und fürs Lager bestellen. Wie mache ich denn das jetzt? Ich will gern eine Kiste pro Größe aufheben. Stört das die Leute hier vorne? Ich brauche diesen großen flachen noch. Ah, passt schon. Okay, was kaufen wir jetzt fürs Lager? Auf jeden Fall von den neuen Sachen. Dann habe ich nicht mehr viel Geld übrig.
mal vom Salz. Eins. Von den Spaghetti eins. So, und von den Sachen, die wir zuerst hatten. Zwei Nudeln, ein Öl. Zwei Zucker, zwei Mehl. Und zwei Müsli, zwei Toast. Wir haben jetzt noch $12 übrig. Ja, das reicht ja wohl. Ja, muss. Ja. Das räumen wir jetzt ein. Echt ein bisschen schwierig dann hier mit dem Platz, mit dem Lager. Aber okay. Ich stapel jetzt hier erstmal alles und dann am Ende fülle ich die Lücken noch im Regal. Wir müssen halt auch erstmal gucken, wie sich das ganze Zeug, was wir jetzt neu dazu bekommen haben, wie sich das so verkauft. Verkäuft. Notfalls müssen wir zwischendurch dann, wenn der Laden geöffnet ist, noch was nachbestellen. Weil dann haben wir auch wieder Geld. Das ist das neue Mehl. Steht hier ein bisschen im Weg. Kurz getestet, ob ich dort noch in die Ecke komme. Das hier hinstelle. Warum hat sich gerade mein Steam aktualisiert und zeigt mir an, dass ich seit 4 Stunden Supermarket Simulator spiele? Seit 4 Stunden? Ich spiele doch nicht schon seit 4 Stunden. Das kann nicht stimmen. Aber ich freue mich. Dann sehen wir in der nächsten Folge, ob der Laden brummt mit den neuen Produkten. Überziehe jetzt die Folge ein Müh, aber ich bin ja noch nicht fertig mit Aufräumen und Einräumen. Aber das möchte ich euch ja auch zeigen. Es gehört ja zum Spiel dazu. Vielleicht können wir uns irgendwann mal ein Lager kaufen. Ich weiß nicht, da müssen wir mal ins Lager laufen, um aufzuräumen. Das Lager ist ja hier. Ah, das überlege ich mir mal noch. Kostet ja auch, ich glaube, 800. Und ich meine, die Kunden beschweren sich ja nicht, dass hier Kisten rumstehen. Von daher.
Bauen wir hier halt einfach alles voll. Habe ich dreimal Spaghetti gekauft? Habe ich das falsche dreimal gekauft? Oh Gott. Ich glaube, ich habe irgendwas falsch gemacht. Ich müsste ja jetzt 12 Stapel haben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ich habe irgendwas falsch gekauft. Nein! Was fehlt denn jetzt? Ich habe die mit Schokocreme nicht auf Lager. Ja gut, dann müssen wir erst warten, dass wir ein bisschen was verkauft haben und dann können wir uns noch Schokocreme aufs Lager bestellen. Cool. Ja, aber das machen wir dann morgen in der nächsten Folge. Ich danke fürs Zuschauen, wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag und dann sehen wir uns sehr gern morgen wieder. Ich freue mich. Bis dahin. Macht's gut. Bye bye.